Hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario, der Origami King. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, hallo meine lieben Leute und herzlich willkommen zurück, ne? Beim letzten Mal haben wir einen sehr fiesen Tacker vor der Nase gehabt, der uns zu Tode beißen wollte. Wir haben jetzt wahrscheinlich den letzten Kampf vor uns. Ich sag wahrscheinlich, weil ich es nicht genau weiß. Wenn ich mich verstecken vom Bösewicht dann auskenne. Und das tue ich, sollte das hier das oberste Stockwerk sein. Das ist gewöhnlich auch der Thronseite. Dein Bruder muss auf der anderen Seite dieser Tür sein. Auf geht's, den kaufen wir uns. Ich habe Angst. Ich kann nur mein eigener Bruder einen bissigen Tacker auf mich hetzen. Können wir denn überhaupt den überhaupt aufhalten? Oder ist er bereits viel zu mächtig? Danke, Marion. Du bist immer an meiner Seite, selbst wenn ich geknickt bin. Es war so eine lange und beschwerliche Reise. Aber es haben mir so viele geholfen. Du und Luigi, Kamek, Bowser Jr., Bowser und natürlich Bobby. Achso, und da war ja noch der Professor und Kapitän Toad, Gefahr der Stumpf und Strunk nicht zu vergessen. Und die Toads im Bad Elysium, ach, und Skipper, Bootsier, Origami-Meister. Ihr habt mir alle so viel geholfen. Und jetzt habe ich ein furchtbar schlechtes Gewissen, weil ich ja schon wieder in Gefahr bringe. Schau mich mal an. Ich bin Bowser. Ich baue Feuer und schlage Felsen zu Krümeln. Ich soll Angst vor so einem Mickerling haben? Vergiss nicht, mit Juno habe ich es auch nicht gerade leicht. Schließlich hat der Junge eine fliegende Kutsche und eine eigene Armee. Ah, da macht mir dein Bruder bestimmt keine Angst. Hallo? Ja, das rückt die Sache wirklich in ein ganz anderes Licht. Nochmal Vollgehalt. Jetzt geht's mir tatsächlich besser. Wie sieht's mit dir aus, Mario? Bist du bereit? Denn ich bin es. Wenn die Zeit kommt, werde ich alles tun, was ich kann. Ich werde mein Bestes geben und verlasse mich auf euch alle. Auf meine Freunde. So. Alle Blöcke gesammelt. Alle Schatzminis gesammelt. Jetzt haben wir eigentlich die 100%. Also hier gibt es nichts mehr zu holen. Ja, da steht es nochmal hier, dass ich jetzt einen Pokal holen kann. Aber ich kann sowieso nicht die 100% haben, ehe ich das Spiel nicht einmal abgeschlossen habe. Das ist so ein komischer Bug. So, ich gehe davon aus, dass das der letzte Kampf ist. Da seid ihr also endlich. Hat ja lange genug gedauert. Ja, bei der letzten Folge, wenn das jetzt wirklich die letzte ist, kann natürlich sein, dass sie länger wird, ne? Ihr seid so spät dran, dass ihr mich nicht mehr aufhalten könnt. Bruder, planst du etwa noch mehr schreckliche Dinge? Olli, wie kannst du es wagen, alles so Origami zu machen? Nicht nur meine Schergen, sondern sogar mich. Aber was noch wichtiger ist, wo ist Prinzessin Peach? Ist sie in Sicherheit? Hat sie es bequem? Hat sie was zu lesen? Ich frage für einen Freund, den ihr nicht kennt. Die Prinzessin, die befindet sich direkt vor eurer Nase. Schaut hoch. Hätte ihr auch gesagt, dass ich den gesamten Pizzplatz zu einem Origami-Schloss falten würde. Einschließlich der Prinzessin. Nun ist sie eins mit dem Castle. Wunderschön, edel und stil. Ich bin mir sicher, dass sie so viel glücklicher ist. Du Schweine. Du Monster Prinzessin Peach in das Kastell zu falten, ist einfach furchtbar. Du bist zu weit gegangen. Das Schlimme ist, kann man sich gar nicht vorstellen, außer... Oh nein. All diese Papierknirsche, das würdest du nicht wagen. Doch, das würde ich und ich habe es auch getan. Seht die Macht der 1000 Kraniche. Wer die Geduld aufbringt, 1000 Origami-Kraniche zu falten, dem soll ein Wunsch gewährt werden. Dies ist die wahre ultimative Macht und ich werde sie nutzen, um jeden letzten dieser elenden Toads in weißes Papier zu verwandeln. Was? Das ist völlig irre. Davon erholen sich die Toads doch nie im Leben. Sowas würde nicht mal ich machen und ich habe schon ein paar ganz schön fiese Dinger gedreht. Frag mal Kamek. Ich verstehe immer noch nicht, was du gegen die Toad hast. Ist dir nicht klar, dass du selbst ursprünglich von einem Toad gefaltet wurdest?
Und natürlich ist das. Und jener Tod ist der Grund, aus dem ich all dies tue. Dieser Narr hat das Papier, aus dem er mich faltete, nicht respektiert. Er hat darauf gekritzelt. Schau auf ewig den Namen seiner Nachlässigkeit und seiner Gleichgültigkeit gegenüber Origami. Und dafür wird er bezahlen. Deswegen tust du das alles? Und warum lässt du deine Wut auch noch an all den anderen Toads aus? Übrigens sehen alle Toads alle gleich aus. Sie unterscheiden sich durch nichts. Sie sind alle gleich. Deswegen werde ich sie alle in Altpapier verwandeln. Dann muss ich nie wieder eines ihrer platten Gesichter sehen. Das ist meine Vision eines ruhmvollen Origami-Königreichs. Und du, Mario, hast dich zwar als äußerst störend erwiesen. Doch selbst du kannst mich jetzt nicht mehr aufhalten. 999 Grad hier habe ich bereits gefaltet. Werde dich endgültig besiegen und danach wird dir die Ehre zuteil, zum letzten Kranich gefaltet zu werden. Das wird heftig, das sage ich. Dein Abenteuer endet hier und jetzt, Mario! Ich werde meinen Traum erfüllen und wenn du nicht einknicken willst, so werde ich dich hier mit geballter Gewalt dazu zusammenfalten. Der nutzt die Dinger? Sag bloß, der kann alle vier von denen werden. Dann wird das zum Kotzen. Das Erdpergament und er hat sich in das Erdpergament verwandelt. Wie war? Ich habe die Pergamente aller Fallfiebeln gemeistert. Werde jetzt Zeuge, wie sich ein König dieser Technik bedient. Und er will direkt mit Novelty starten. Mein Bruder klingt richtig aufgeregt. Das kann nichts Gutes bedeuten. Also sei auf der Hut, Mario. Was ist denn das da in der Mitte? Sieh, Mario, das ist einer dieser besonderen Fallkreise. Dann kann ich mich vielleicht in jedes Pergament verwandeln. Hoch mit dir! Pam! Gar nicht so übel. Zeit, meine Taktik zu ändern. Muss ich jedes Pergament und Eimer bekämpfen? Eis. Das war nervig. Aber er scheint sich nicht zu heilen. Er ist jetzt das Eispergamenton. Das Eislabyrinth. Du drehst das nicht, ne? Du Dreckiger. Ich hab's geschafft. Ich hab diese Arme endlich bekommen. Besiegt. Ihr habt meine überlegene Fallkunst durch den Schredder gejagt. Oder alles in Ordnung? Muss doch völlig erschöpft sein, sich auch nur in ein Pergament zu verwandeln, ist schon. Aber Lepap, spar dir Mitleid. Eins feierte ich dich, um mit dir gemeinsam die triste Welt in ein Origami-Königreich zu verwandeln. Doch du hast mich verraten und dich obendrein mit diesem Pappnasen eingelassen. Sie ist endlich ein, Olivia. Wir beide sind Origami. Wieso nur stellst du dich gegen mich? Olli, wir müssen beide Origami sein. Aber was du tust, ist nicht, wofür wir gemacht wurden. Entstanden sind wir aus zwei einfachen Blatt Papier, denen unser Geist eingefaltet wurde. Wir wurden mit Liebe gefaltet, Liebe zur Kunst, Liebe zur Kreativität, Liebe zum Selbst. Darum geht es doch bei Origami. Wir sollten allen Papierwesen die Hand reichen, wenn wir Liebe in unseren Herzen tragen.
Du willst mich über Liebe belehren? Wo war denn da in diese Liebe, als jene papierende Tod meinen Körper bekritzelte? Wir haben nichts mit diesem platten, einseitigen Narren gemeint. Wir wurden zu Größerem gefaltet. Hätte wissen müssen, dass du mich nie verstehen würdest. Wie auch, schließlich war ich es, der dich erschuf. Vielleicht zu perfekt. Diesen Fehler werde ich beheben, Olivia. Werde zeugen, wie ich mich der wahren Origami-Macht bediene. Was tut er? Er entfaltet sich immer weiter. Was geschieht hier? Was sollen wir tun? Was wird er? Schaut uns! Hat er sich so einem Schwan gefaltet? Sieh dich um, Olivia. Mein Faltmaterial ist die Realität, wie ihr sie zu kennen glaubt. Denn nicht ohne Grund ist auch egal, wie der Inbegriff der Macht, die unendliche Verwandlung unten wohnt. Wie diese Macht werde ich, will ich diese Welt ein für alle Mal von sämtlichen jämmerlichen und papierdünnen Wesen befreien. Klappi, du Origami-Pappe. Du denkst wohl, wir ziehen den Schwanz ein, bloß weil du dich aufblustert und komisch aussiehst. Du und deine Versorger, ihr geht mir ganz gewaltig auf die Nerven. Zeit für euch, den Abflug zu machen. Bowser, warte. Deine kleine Ansprache war schrecklich, toll. Aber hier ist mein Bruder viel zu mächtig, er würde dich zerknüllen. Auch ich spüre die Origami-Macht dieses Ortes in jedem meiner Falze. Doch wenn sie ihn stärken kann, wieso dann nicht auch dich? Erlaube mir, dich zu falten. Jetzt kommt der ultimative Bowser. Gar nicht übel, Origami-Göre. Jetzt zeigen wir ihm mal, wie ein echter Boss eine Bossschlacht schlägt. Go, Bowser, ich glaub diesmal an dich. Dieser Typ ist stärker als er aussieht. Ich brauche Verstärkung. Oh, wo kommen denn die ganzen Fallkreise auf einmal her? Die kommen gerade rechtzeitig. Lass uns Bowser helfen, indem wir mit dem Fallarm auf den Boden schlagen. Wenn sich Bowser auf einem Fallkreis nähert, laufe hinter ihm und setze die Fallarme ein. Wenn er die Position wechselt, drücke B, um abzubrechen und den Fallkreis zu wechseln. Hier muss ich. Zack! Ah! Also der Fallkreis hat sich in Luft aufgelöst. Oh je, es scheint, als würden sie nicht sehr lang halten. Wie könnt ihr es wagen, mir ins Handwerk zu pfuschen? Ich werde euch Besseres zu tun geben. Nehmt dies! Wie fies! Go, Bowser! Hau ihn weg! Zack! Ah, Knopfsimulator! Diese Shurikens sind keinerlei Gefahr. Da musste ich erstmal Konfetti drauf werfen. Los, Bowser! Okay. So schnell sind sie schon in Gefahr. Los, Bowser! Hilf dir! Was ist denn das für ein übler Trick? Los! Wie oft muss ich denn noch draufhauen? Geschafft! So ein brühender Wichtigtour jagt mich nicht ins Bockhorn. Falschhergen, zu mir!
Oh nein, oh je, eine riesige böse Fratze. Was soll das denn? Und wo kommt die überhaupt her? Wir müssen etwas unternehmen, und zwar schnell. Schlage sofort wie möglich auf den Boden, ehe es uns das Ding unter sich begräbt. Komm, 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 komm. Ha, nicht vom Pappe, was? Sei verflucht! Ja, wir haben Bowser zum Sieg verholfen. Und glaube ich, dass ich mich mal darüber freue. Ich kann es nicht glauben, ich weiß, dass auch Gutes in ihm steckte. Aber Olli hat flaches Papier gehasst, bis zum bitteren Ende. Auf Wiedersehen, Bruder. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wieder begegnen werden. Ich glaube, das hättest du nicht sagen dürfen. Sag ich doch. Ey. Übliche Bosskämpfe. Du musst ihn dreimal töten. Ich lasse das nicht zu. Ich zerknülle euch alle. Oh nein, mein Bruder ist viel zu groß. So können wir ihn niemals aufhalten. Oh, Moment mal. Der Origami-Meister gab mir etwas ganz Besonderes, bevor wir seinen Werkstatt verließen. Ja, dass die Zeit gekommen ist, einzusetzen. Und was ist das? Die ultimative Origami macht. Noch ein Fallkreis. Ha, wie erbärmlich. Was hast du damit vor, mich mit deinen schwächlichen Armen kitzeln? Bin gespannt, was wir jetzt daraus machen. Ist es... Ich muss das Ding einfach nur wieder richtig machen, ne? Ach, Menno, er hat unseren Fallkreis durcheinander gebracht. Könnte wenn der vielleicht mal 2 Sekunden lang verkämpfen? Mein Wut, mein Zorn, sie haben sich in ein aufsteigendes Gift verwandelt. Wenn ihr mich besiegen wollt, tut ihr es besser schnell, denn wenn es die Plattform erreicht, ist es aus mit euch. Beeil dich, Mario, wir müssen diesen riesigen Fallkreis so schnell wie möglich in Ordnung bringen. Dafür habe ich geübt. Verdammt! Was heißt hier wie dreist? Wenn ihr eine dreist ist, dann du! Oh, die stehen alle auf der falschen Seite. Ganz schnell. Es ist an der Zeit. Du denkst, das lasse ich zu. Ich verwandle diesen Fallkreis in nutzloses Altpapier. Habe ich wenigstens abgewehrt. Du kannst mich mal. Oh nein, ich werde diesen Fallkreis so lange durcheinander bringen, bis du deine Niederlage eingestehst. Als ob ich hier jetzt Quicktime-Events habe. Na endlich. Feierdame. Macht ja gar nichts. Du hast es geschafft, Mario. Endlich können wir diesen Fallkreis einsetzen. Der Origami-Meister hat mir eine letzte Falltechnik verliehen. Sie ist der einzige Ausweg, Olli aufzuhalten. Jetzt wahrscheinlich Riesen-Olivia. Oh, ein riesiger Hammer. Olli, das wird jetzt wehtun. Oder bitte, komm wieder zu Sinn.
Ich sag doch, das wird wehtun. Wir haben ihn besiegt. Tut mir leid, Bruder. Ich wusste nicht, was ich sonst hätte tun sollen. Aber jetzt bist du völlig zerknüllt. Vielleicht bist du zu weit gegangen. Bin ich zu weit gegangen? Olivia? Du hast das Richtige getan. Du hast alles in deinen Angriff gelegt. Er hat mich aufgeweckt und nun sehe ich endlich die Wahrheit. Ich war zu stolz und dachte nur an mich selbst. Mein Herz hatte einen Knick. Du, was ist denn das da auf deinem Bauch? Ach das, warte, es tut weh, wenn ich mich bewege. Das ist der Grund für all den Wahnsinn, das gedankenlose Gekritzel, mit dem mich jener Tod anstellte. Lies es mir bitte vor, ich muss wissen, was dort steht. Lies mir vor, womit ich bekritzelt wurde, damit ich ein letztes Mal lachen kann. Alles klar, mache ich, also mal sehen. Mein lieber Olli, mögest du ein gerechter und gütiger König sein. Ist überhaupt nichts Albernes, ganz im Gegenteil. Ist eine liebevolle Nachricht des Origami-Meisters. Er hat dir damit nur alles Gute als König gewünscht. Ach, ich war ein furchtbarer König, schäbig, wie ich jenem Tod seine Freundlichkeit vergolten habe. Ich war so blind vor Wut, ich habe so viel Unverzeihliches getan. Es tut mir so leid, dass sogar Prinzessin Peach und Mario darunter zu leiden hatten. Olivia, du musst etwas für mich tun. Ich flehe dich an. Bitte nimm diese 99 Kraniche und falte aus mir den letzten, der zu 1000 Kraniche noch fehlte. Wenn du den 1000 Kraniche gefaltet hast, wird dir ein einziger Wunsch gewährt. Er macht zwar meine Untaten nicht wieder gut, doch mehr kann ich nicht mehr für dich tun. Ich bitte dich von ganzem Herzen, Olivia, tu es für mich. Bruder Herz! Mario, ich muss dir etwas sagen. Ich weiß überhaupt nicht, wie man Kraniche faltet. Und ich hätte es mir vielleicht zeigen können. Schließlich hat er das Kastell und auch mich gefaltet. Aber sieh ihn dir jetzt an. Da ist der Origami-Meister. Hey Leute, habe ich was verpasst? Hört mal, ich habe den Origami-Meister gefunden. Ich kann ja Olli diesen Irrsinn ausreden. Hat ihn ja schließlich gefaltet. Oh, diese königliche Popofasern fallen wie junge Daunen. Ja, an dieses Papier erinnere ich mich noch sehr gut. Und Olivia, schön zu sehen, dass du diesen riesigen Hammertechnik auch einsetzt, die ich seinerzeit in dein Design eingearbeitet habe. Aber Moment, was sehe ich da? Eine vielen Kraniche versucht hier etwa jemand, die verbotene 1000 Kraniche Technik anzuwenden. Ja, aber ich verspreche, dieses Wissen nicht für böse Zwecke einzusetzen. Kannst mir zeigen, wie ich den letzten Kranich faltete? Ich möchte den letzten Wunsch meines Bruders erfüllen und den 1000 Kranich selbst vervollständigen. Ja, das werde ich. In gewisser Weise ist all dies hier auch meine Schuld. Schließlich war ich es, der deinen Bruder faltete. Ich soll meine letzte Falterweckung sein, Olivia. Mach dich bereit für die Falkunst deines Lebens. Und damit ist ein weiterer Kranich geboren. Gut gemacht. Damit ist die Technik abgeschlossen. Du kannst dir jetzt etwas wünschen, Olivia. Okay. Also, was wünsche ich mir denn? Jetzt mach was Gutes. Kraniche, hört meinen Wunsch. Möge alles von meinem Bruder gefaltete Origami wieder entfaltet werden. Wunderschön. Dieses Ende ist wirklich schön.
Ja, das war's mit Olli. Aber alles gefeiterte Origami, das einschließt sie doch auch. Da ist die Prinzessin. Du liebe Zeit, was machen wir denn alle hier? Prinzessin Peach, da bist du ja wieder. Hurra! Moment mal, hier fehlt doch jemand. Wo ist Olivia? Alles, was er gefaltet hat. Sie selbst wurde auch von ihm gefaltet. Das heißt, sie wurde entfaltet. Ich glaube, ich mache das mit den 100% nochmal, also wirklich den kompletten 100% jetzt nochmal privat. Weil ich müsste jetzt dann wirklich so nochmal 40 Minuten mich durch den Bosskampf kämpfen, plus, da ich mich nochmal durch den Tackerkampf kämpfen müsste. Das will ich euch nicht antun und das will ich mir nicht antun, also wir akzeptieren jetzt mal dieses Ende, weil ich habe jetzt hier eine Dreiviertelstunde am Stück aufgenommen. Ich habe hundertprozentig den Kampf für euch runtergecuttet. Das war die längste Aufnahmesession an einer Folge, die ich hatte. Obwohl, nee, bei dem einem hier bei dem Turm, das Klebeband, das hat mich für eine Stunde gekostet. Zweitlängstes Video. Auch wenn die Folge nie rausgekommen ist. Einfach weil es einen Aufnahmefehler hatte. Mario Peach. Ach, okay. Aber was ist mit Olivia? Sie ist halt weg. Ja. Warum müssen die Paper Mario Teile immer so ein trauriges Ende haben? Wirklich, jedes Origami, Origami, Paper Mario Spiel hat ein extremst trauriges Ende. Halt, hier war es jetzt, dass Olivia sich geopfert hat, um das Pilzkönigreich wieder das zu verwandeln, was es vorher war. Ja, und jetzt haben wir die Credits. Paper Mario, der Origami King. Es war ein sehr schönes und lustiges Projekt. Ich kann das Spiel wirklich jedem empfehlen, wer das nicht gespielt hat und auch jetzt nur das Projekt gesehen hat. Ich empfehle euch, das wirklich einmal selbst zu spielen. Ich weiß, diese Kreise, die können nervig sein. Das ist wirklich das beschissenste Kampfsystem, was ich je gesehen habe. Beziehungsweise das nervigste. Aber es ist trotzdem eins der lustigsten Spiele der Mario-Reihe, die ich bisher je gespielt habe. Ich habe bei keinem anderen Paper Mario-Spiel so sehr lachen müssen. Und vor allen Dingen war das ein richtig schönes Spiel. Hatte eine wunderbare Story. Also einfach nur genial, dieses Spiel. Ich lasse jetzt von hier an die Credits ablaufen. Ich verabschiede mich ab hier. Ich mache jetzt nicht nochmal hier als Aufnahme die 100%, weil da würde ich wirklich nochmal eine Dreiviertelstunde mindestens dran sitzen. Und ich muss hier noch die anderen Projekte noch machen.
ab sofort werde ich jetzt auf jeden Fall auch machen, dass wochentagsüber Phönotopia kommt, bis Monster Hunter rauskommt. Ansonsten war es das jetzt. Ich verabschiede mich und lasse die Quests noch ablaufen. Bis dann.